Was ihr außer so einem coolen Effekt mit einem Laserpointer machen könnt, das sage ich euch heute. Wenn ihr euch die Schachtel kauft, dann seht ihr zuerst einmal, das Ganze ist von Army Painter. Kostet in der Schweiz 11 Franken, das sind etwa 8 Euro. Dann packt man das Ganze zuerst einmal aus. Und anschließend muss man zuerst den Laserpointer öffnen, die Batterien rausnehmen und so ein kleines Papierteil entfernen. Anschließend einfach wieder die Batterien reintun, zuschrauben und dann funktioniert das Ganze. Was ich noch lustig fand, ist auf der Verpackung stand, dass 3 Batterien enthalten sind. In Wirklichkeit sind aber nur 2 darin. Hier haben wir jetzt einen Chaos Space Marine Trupp und hier von den Gegnern ein Trupp Devastoren in einer Ruine. Die Frage, sehen Sie die Chaos Space Marines? Jetzt mit der Kamera ist es einigermaßen leicht zu beantworten, in echt nicht immer. Deshalb nehmt ihr nun den Laserpointer, haltet den hinter die betreffende Miniatur und schaut, ob ihr mit dem Laser die Figur treffen könnt. In diesem Fall sehen die Devastoren die Chaos Marines. Andererseits könnt ihr auch schauen, ob eine Waffe hinreicht bzw. am Sichtfeld. Der rechte Hurricane Bolter kann die Chaos Marines nicht treffen, da er durch den Panzer schießen müsste. Ebenfalls benutzt werden kann er, um die Seiten bzw. Front festzulegen. Hier kann man zum Beispiel austesten, ob die Laserkanone des Cybots auf die Seite oder auf die Front des Vindicators schießt. Der ganze Laserpointer ist gut verarbeitet und hat ein angenehmes Gewicht in der Hand. Ganz im Gegenteil, der andere Laserpointer von Army Pointer, der punktförmige, der ist ziemlich billig verarbeitet und funktioniert die meiste Zeit nicht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.